So, hallo zusammen. Wir haben es endlich nach einer gewissen Pause wieder geschafft, uns für Talk Out Loud zusammenzusetzen und haben uns in der Zeit natürlich neue Themen überlegt. Und ich bin total froh, heute mal mit einem reinen Frauenthema vor der Kamera zu stehen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich trotzdem moderiere. Unser heutiges Thema ist 60, 40, 20. Wir haben drei Frauen zu Gast, die jeweils in den entsprechenden Altersstufen sind. Also eine Dame, ich darf es mal sagen, Ü60, eine Dame Ü40 und eine Ü20. Was uns jetzt interessiert, ist quasi, wie ihr in der jeweiligen Phase, wo ihr in die Community gekommen seid und so das Ganze wahrgenommen habt. Wir versuchen das mal anhand so ein paar Fragen zu erklären. Ich würde jetzt mal anfangen mit Dagmar. Also Dagmar, freut mich, dass du hier bist, genau wie ihr beiden anderen auch. Die erste Frage, die natürlich eigentlich immer den Einstieg in die Community bildet, ist, wie war bei dir damals in deiner Zeit das Coming Out? Welche Form von Coming Out meinst du? Jetzt meine private zu Hause, in meiner Familie oder? Ich glaube, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an, dass es nämlich zwei unterschiedliche gibt. Also erstmal hat man ja immer so ein internes Coming Out, dass man sich das selber klar machen muss. Und dann, wie geht meine Gesellschaft dabei um? War das bei dir stark zeitversetzt? Ja, ja, natürlich stark. Weil ich bin in den 50er Jahren groß geworden und das ist dann aber eine sehr, sehr schlimme Zeit für die Schwulen, beziehungsweise das war zu einer Zeit, wo es das Wort Lesben in dem Sinne gar nicht gab. Das ist ja erst später. Schwule waren, wurden Schwule genannt oder Tunten oder wie auch immer. Ich glaube, also fast nur Schimpfworte. Zu einer Zeit, wo es auch hier vor allem hier in Aachen ja so eine Diaspora gab. Es gab kein Lokal, keine Treffpunkte, nichts. Es war ja nicht nur hier in Aachen, sondern ich denke auch deutschlandweit, NRW-weit oder außer Großstädte wie Berlin, Köln. Du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, das ging ja um den Paragraph 175. Der stellte zumindest Sex unter Männern unter Strafe, aber unter Frauen ja nicht. War das für dich von Bedeutung in der Zeit? Oder? Nein, ich wusste das doch gar nicht. Das sind also erstmal Kenntnis, also in dieser Zeit, also es gab ja keine Veröffentlichung, es gab keine Bücher, nichts, gar nichts. Ich musste jede Frau, jeder Mann irgendwie alles mit sich selbst kramen. Ich kannte ja auch keinen anderen. Frauen, keine anderen. Verstehst du? Das ist alles, genau der Punkt, alles mit sich alleine ausmachen. Das dauert natürlich dadurch auch länger. Und das entwickelt sich, das kriegt ja natürlich dann auch Züge, die unter Umständen, deswegen haben ja auch viele Frauen erstmal geheiratet. Weil das war ja die Norm, heiraten, Kind kriegen und so. Und ganz viele Lesben haben später, oder also haben dann später sagen müssen, ja, ich habe ein Kind, ich war verheiratet und dann, ja, das war auch normal. Ne? Dann erst viel, viel später oder nach der Ehe oder während der Ehe zu bemerken, dass da irgendwie was anderes ist. Ne? Das heißt, also du hattest nie so einen richtigen Einstieg in eine Community, weil es für dich keine Community gab? Also nein, den ersten Einstieg in die sogenannte Community gab es hier in Aachen auch von der Uni. Da gab es ein paar Studenten, die sich zusammengetan haben, einen Verein gegründet. Gesellschaft zur Sexualreform. Ah. Ja, genannt an Analogie zum Verein, den in Berlin gab, oder auch ein Institut, von dem Markus Hirschfeld da angelehnt. Und die haben Räume benutzt in der evangelischen Studentengemeinde. Okay. Die sind natürlich dann auch in das einzige Lokal, was es damals gab, in Amerika, die bin ich dadurch gewesen. Und ich habe dann mal ein nettes Gespräch mit einem von denen gehabt und dann 50 Tonnen Mut zusammengekratzt und bin dann auch tatsächlich mal hingegangen. In das Lokal dann? In diesen Raum, ne? Es war kein Lokal, ne? Okay. Also quasi wie so ein bisschen mehr jetzt die sogenannte Küche. Ja, ich kannte die Community, was du meinst, war wenn dann der Sub, der sogenannte, das Lokal, das einzige Lokal. Wenn du das Community nennst, das habe ich nicht als Community begriffen damals. Nee, also ich bin das halt Experte. Weil das waren ja nur immer die andere Treffen, ne? Ja, genau. Und trinken. Hast du denn dir dann auch überlegt, also bist ja später auch sehr aktiv geworden, hast du dann überlegt, auch die Community selber mitzugestalten? Oder war das für dich erstmal, wow, ich bin total überwältigt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich damit klarkomme? Und wie hat sich das für dich ein bisschen weiterentwickelt? Ich glaube, das ist, das ist dann meine persönliche Kiste, dass ich aufgrund meiner sehr schüchtern gewesen und es hat bei mir lange gedauert, ehe ich dann was aktiv geworden bin. Okay. Ne? Ich bin erst in die Frauenbewegung natürlich dann mal hingegangen und geguckt und dann erst ganz lange geguckt, so 2-3 Jahre geguckt, was die da so machen. Und dann aber angefangen aufmüpfig zu werden, weil die eben halt nicht über das nächste Thema überhaupt nicht da waren. Ne? Achso, das war? Das war kein Thema. Und dann bin ich ein bisschen wütend darüber geworden und habe das Thema mit anderen
Lesben, die dann auch da waren, dann mal auf den Tisch gelegt. Ne? Okay. Beziehungsweise ermutigt durch Frauen, die in Berlin schon was ganz Tolles aufgezogen haben. Und dann haben wir in Aachen, so sind wir in dem Besuch dann mitgeschwommen und haben dann auch eine Gruppe gebildet. Okay, das war dann vermutlich nach 1970, wo es dann ja anfing mit solchen Strukturen. Ja, ja. Wie würdest du sagen, woher kam, dass das in der Frauenbewegung die Lesben erstmal kein Thema waren? Also es geht jetzt nicht um politische, so war es und so wissen wir es, sondern was ist dein persönlicher Eindruck? Warum sollte eine heterosexuelle Frau über dieses Thema reden, wenn es ja nicht ist? Das kann man so sehen, aber man kann ja auch sagen, sie haben ja gerade für Gleichberechtigung. Es wurde ja auch über das Thema, gab es ja auch nirgendwo. Ich habe es ja nicht nur in den ganzen Medien und über die, wo du dir deine Anregungen holst. Das war ja einfach nicht da. Ja. Das haben die Lesben dann selbst reingebracht und dann haben es natürlich auch heterosexuelle Frauen auch aufgenommen. Das ging aber, die Initiative kam auch von Lesben. Und das ist der interessante Punkt. Also, du hast eben gesagt, aufmüpfig sein und wir haben es selbst reingebracht. Aber was konkret, was habt ihr gemacht? Wir haben also die Forderung in Aachen war, dass wir eben halt die Räume benutzen dürfen als für eine Frauengruppe und haben dann, ich war immer so anfänglich wirklich immer nur an der Seite, waren wir ganz weit weg von den Rednerinnen. Das kann ich ganz schwer beantworten, weil auf jeden Fall haben, ich glaube, dass so manche Frauen, die in der scheinbar heterosexuell waren, gespürt haben, dass ja auch andere Seiten in ihnen selbst ist. Also ist ja nicht jede Frau nur hetero oder. Ich glaube, von denen kam dann auch dann, dass sie dann mitgeholfen haben, okay. Das in die Frauenpolitik mit einzuarbeiten. Aber das ist schon eine Sache, die, du hast es ja auch mehrfach gesagt, das braucht einfach Zeit und es brauchte sehr viel Empathie und so an sich aufeinander einschwingen. Also ein eher langsamer Prozess, würde ich dann sagen. Wie war das denn mit dem, also du hast ja schon gesagt, es ist schwer gewesen, eine Frau kennenzulernen. Rollenvorbilder hast du wahrscheinlich keine gehabt? Ich habe, mein persönliches Erlebnis, glaube ich, deckt sich mit vielen anderen Erlebnissen. Also in diesem einen Lokal in Aachen habe ich natürlich schon Frauen kennengelernt. Und wir sind dann nach Brüssel gefahren, nach Köln und haben, und dann habe ich da zum ersten Mal dann auch sehr männliche Frauen gesehen, ne? Also die sogenannte Butch, ne? Fand das hochattraktiv, ne? Und habe mich dann auch so ein bisschen kerlig gemacht und so, ne? Also so das dann kann meine Rollenbilder, ich habe sie mir da geholt, dann was mir andere Frauen vorgelegt haben. Und da spannend bin ich dann so und hat dann eine Weile gedauert, ich dann meinen Weg. Und das war ja auch noch zu einer Zeit, wo Frauen, es verpönt war, dass Frauen Hosen anhaben. Okay, das ging es ja dann schon an. Das war also in der Lehre, in der Welt, durfte Frauen nicht. Das sind also zum Beispiel, was für die meisten Lesben selbstverständlich ist, dass sie eine Hose anhaben. Mhm. Wenn das mit den Rollenvorbildern schon schwierig war, traue ich mich kaum, das nächste Thema anzusprechen, das Ausleben der Sexualität. Also da gab es ja dann für dich eigentlich gar keine Orientierung. Das war wahrscheinlich noch krasser, empathischer Prozess, sich daran zu testen. Natürlich, es gab keine Literatur, wenn dann negativ. Ne? Oder ich denke, das ist schon immer im pornografischen Bereich, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall gab es. Nee, also gar keinen Zugang dazu und das war dann irgendwo. Aufklärungsliteratur, die meine Mutter mir mal gegeben hat, da war das in so einem kleinen Kapitelchen. Und es gab natürlich manche Bücher, die dann so unter der Hand zogen, bis da gab es ein paar Szenen drin, die so in die Richtung gingen. Und da war ganz aufgeregt, ganz furchtbar aufgeregt. Aber es ist ja sowieso eine Zeit gewesen, wo Sexualität sehr gedeckelt war, wurde nicht drüber geredet, wurde nicht. Das passte dann. Und dann noch dazu das, was man für die Menschen, für meine Zeit, für meine Generation, das ist schwierig. Wann war denn so dein erster CSD, auf den du gegangen bist? Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Ich bin den zweiten oder dritten CSD in Köln gewesen. Oha. Aber wann, welches Jahr das war? Das war
natürlich nicht präsent. Wie war das so als Erleben für dich? Boah, das war mega. Ich war natürlich vorher schon öfters auf Lesben, große Lesbentreffen, ne? Okay. Aber was das in Köln, ich zähl's dich, das war eine fantastisch. Durch diese Stadt da zu laufen, in den ganzen Viertel, und nur schöne Lesben zu sehen und alle in guter Stimmung und dann vor allen Dingen auch wunderbare Artikel kaufen zu können, von Kätzchen, von Tellerchen, von Fahnen, von also, ne, Schmuck zum Beispiel, sie jetzt so, ne? Dann dein schönes Armband. Ja, genau. Oh, ich hab dein Geld ausgegeben. Es war wirklich wunderschön, so in so einer ganz entspannten Atmosphäre mit Freunden am Arm, ne, da rumzulaufen. War für dich besonders dieses Präsenzsein, die Öffentlichkeit ist in der Stadt sein wichtig oder eher dieses Gemeinschaftsgefühl, wir sind doch ganz viele? Oder gab es noch was ganz anderes, was du in dem Moment als wichtig empfunden hast? Für mich war es die Präsenz. Die Präsenz die, vor den anderen. Also für mich persönlich. Das ist bestimmt für andere. Cool. Ja, dann machen wir direkt den Generationensprung und gehen von den 60ern in die 40er, nicht die 40er Jahre, sondern sind jetzt bei der Babsi und du könntest uns jetzt mal erklären, wie war denn das für dich? Wir fangen auch mit dem Coming Out an, weil das ja wahrscheinlich für dich der Einstieg war. Ja, also das war natürlich im Vergleich viel, viel einfacher, ne? Also das ist so dieses Thema Standing on the Shoulders of Giants, da haben schon, also in den 20 Jahren haben einfach so viel Vorarbeit geleistet worden. Also für mich war das so, ich hatte das Glück, meine Sandkastenfreundin hat ungefähr zur selben Zeit ein Outing hingelegt und das war irgendwie total toll. Und dann haben wir uns mit 16 oder 17 dann in die Stadt nach Aachen getraut und wir haben den Stonewall gelesen. Das war so ein Heftchen, was monatlich erschien. Oder drei Monate? So alle 3 Monate. Genau, also es war so ein schwarz-weiß gedrucktes Heftchen, so also Matrizen kopiert und da waren auch so Anzeigen, wo man hingehen konnte. Da waren auch Partys schon drin inseriert. Wir sind als allererstes zum Knutschfleck-Stammtisch ins Labyrinth. Das gab es, oder zumindest einen Vorläufer davon gab es. Da haben wir uns dann reingeschlichen und uns auch so in die Ecke gesetzt und erstmal geguckt und zugehört. Es gab eine bisschen verruchte Kneipe in der Promenadenstraße, das Gentleman, da musste man klingeln, um reinzukommen. Und nachher gab es in einer schwulen Bar einen Frauentag am Donnerstag. Und, ja, wir sind da hingegangen, haben Anschluss gefunden. Es waren nicht viele Frauen, jetzt erstmal in meiner Wahrnehmung, aber es waren Frauen in unserem Alter. Wie gesagt, es gab Partys, es gab Kneipen, es gab Heftchen, es gab Literatur, es gab das Lesben-Frühlingstreffen, also es gab schon ganz viel, wenn man gesucht hat. Das hast du ganz viel auf einmal erzählt, wir müssen mal ein bisschen einhaken. Also okay. Den Stonewall, daran erinnere ich mich auch noch. Wo hast du den denn gefunden? Im Café Kittel. Okay, also das lag dann einfach das aus. Das lag da aus. Ja, ich Querverrat hatte. Querverrat hat ja, dass die Zeitung rausgebracht, also Zeitung also getackert, so ganz einfach, ganz schlicht. Ja. Und dann überall in den Studentenkneipen ausgelegt. Genau, wo heute der Klenkes liegt, so ungefähr. Okay. Genau. Und was für Partys gab es? Also vielleicht kannst du mal ein paar aufzählen, nur damit wir das mal sehen, wie das Spektrum war. Naja, so, nein, es gab eine Party. Also es gab, aber es gab einmal im Monat die Frauenparty in der Schnabeltasse. Einmal im Monat? Einmal im Monat. Okay. Regulär. Und das, da waren Frauen von, sagen wir waren 17, wir sind da mit 17, 18 hingegangen und dann waren die Frauen da, ich glaube, sozusagen die ganze Altersspanne. Mhm. Also das hat die Musik abgebildet, da war quasi für uns Oldies bis zu unserer aktuellen Musik. Da waren ja, die Frauen so in meinem Alter dann so um die 20, aber da waren dann auch die anderen Frauen. Also Dagmar kenne ich auch von Partys. Ich war dann da schon. Ich habe die organisiert, ne? Mhm. Ja. Genau. Hier. Ja. Urgestein von A. Dann sehen wir direkt, wie deine Aktivität in der Community einfach weitergeht. Genau. Und wie gab's sie dann davon schon? Das meine ich. Also wir haben unheimlich profitiert einfach von eurer Arbeit, auch Frauenkultur, der Verein, der da war. Da gab es nämlich ein Treffen, das war jetzt keine Party, aber es gab Frauengruppen, es gab Treffen, es gab Anlaufstellen, es gab ein Café. Und Veranstaltungen auch so, wie ihr Knutschfleck anbietet, ne? Ja, aber ich erinnere mich noch an so andere Partys, zum Beispiel das Schwule Fest oder die Manzer, auch wenn das eigentlich jetzt schwul organisiert war, aber ich fand das... Ding. Ja, stimmt, Schwule Fest war ein Ding. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr? Einmal im Jahr, genau. Aber das mit großer Bühne. In der Mensa. Ja. Okay, wir wollten uns eigentlich auf Frauen fokussieren, aber nur ganz kurz die Frage,
dass diese Partys waren anfangs schwule Partys, dann wurden es schwul-lesbische Partys. Musstet ihr dafür kämpfen? Hat sich das von selbst entwickelt oder wie würdest du den Schritt beschreiben? Oh, das kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen, weil ich einfach hingegangen bin und das schon da war. Es waren bei den schwul-lesbischen Partys immer mehr Männer präsent, wenige Frauen. Aber das war jetzt nicht ein Problem oder was, was thematisiert werden musste? Nee, also aus meiner Warte jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, das hat sich so entwickelt. Kopf, ne? Die Schwulen haben Feste gemacht und wir Frauen sind einfach gekommen. Aus dem Ausland. Wir sind einfach sehr hingegangen. Wir waren Partybombe. Es gab ja schon ein paar sehr selbstbewusste Lesben und wir sind dann einfach hingegangen. Und es gab schon Reibereien zwischen einzelnen. Und ich glaube schon eine ganze Menge Schwule, die das Frauen nicht sehen wollten. Warum auch immer. Aber wir haben es uns einfach dann in dem Sinne erobert. Aber es war nicht unbedingt das Ziel. Okay. Von der Frau, dass schwul lesbische Feten gibt, sondern am liebsten schon wollten beide Seiten getrennt feiern. Sag ich mal jetzt so provokativ, ist vielleicht jetzt zu simpel ausgedrückt, aber das Urbegehren war, unter uns Frauen zu feten und die Männer auch. Babsi, sagst du das dann auch schon so oder ist das eher was, was für die etwas Älteren? Ja, diesen Konflikt habe ich so nicht erlebt, aber wie gesagt, ich muss auch sagen, ich war einfach reine Partygängerin. Ne? Ich bin da hingegangen, das gab's, da konnte man rein, da hat mich keiner schräg angeguckt. So. Genau. So habe ich nicht so empfunden, das war einfach schon Tradition. Und eine tolle Mucke, ne? Also auf jeden Fall hin. Genau. Aber wenn dieser Konflikt nicht da war oder kein Thema war, was würdest du denn sagen, waren große Themen zu dieser Zeit für dich in der Community? Gab es da überhaupt was? Was waren große Themen? Also sagen wir mal, es gibt da so einen privaten und einen politischen Aspekt. Für mich war es einfach wichtig, Frauen zu treffen, kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen. Sowas, ne, was du beschreibst, dieses Gemeinschaftsgefühl beim CSD, ne, zum CSD nach Köln. Es gab auch kleinere CSDs hier in Aachen, das war dann auf dem Willy Brandt-Platz, so Standaktionen und sowas, das haben wir auch gemacht. Aber also ich habe das ehrlich gesagt nicht so als ein übergeordnetes, riesiges politisches Thema gesehen. Vielleicht auch darin begründet, dass es mir einfach leichter gefallen ist. Da reinzukommen. Ne? Aber du würdest im Gegensatz zu Dagmar schon sagen, damals gab es eine Community. Auf jeden Fall, ja. Okay. Das Thema Sexualität war dann für dich wahrscheinlich auch deutlich einfacher. Ja, genau. Also es gab Bücher, ich erinnere mich, wie ich die Ausgabe von Lesbian Sex von Jo Ann Lulin. Ich dann von vorne bis hinten und von hinten bis vorne und so, aha, oh, was? Genau, aber, Internet, es gab einen Frauenbuchladen hier in der Jakobstraße. Okay. Genau, die Franzis hat auch immer viel Literatur dann auch gesammelt. Es gab kein Internet, also sagen wir mal so, also als ich angefangen habe zu studieren, gab es das Rechenzentrum und man konnte zur Uni gehen und sich ins Internet einwählen. Und da war ich auch schon früh in so einem lesbischen, ja, wie würde man das nennen, so Foren, in lesbischen Foren. Da waren aber irgendwie, also vor allem habe ich da geschrieben mit Lesben aus den USA oder so. Also es war ein netter Gedankenaustausch. Aber man musste eben ins Rechenzentrum der Uni gehen. Ne? Also ich hatte, bis ich 18 war, keinen eigenen Rechner. Das muss man irgendwie auch, das begreife ich irgendwie auch nochmal nicht. Aber Internet gab es nicht, aber es gab Bücher. Es gab zum Beispiel das Lesben-Frühlingstreffen auch mit auch mit Sexworkshops und so, also das war genau. Zu Pfingsten in verschiedenen Städten immer in einer. Genau. Also schon auch ein sehr offener Umgang innerhalb der Gruppe und vielfältiges Angebot. Genau. Wir hatten auch in den Räumen von Frauenkultur hat mal jemand eine Fuckaway-Party organisiert. Warst du da auch? Ja, habe ich organisiert. Die hast du organisiert. Ah, mit der Frau aus Köln. Genau. Ja, Maya. Irgendwie hat immer mitgemacht, aber wir haben es, ich hatte immer ein Telefon. Genau. Ja, okay. Irgendwie muss es ja dahinter alles organisieren, ja. Termine machen und so weiter. Genau, wieder klassisch. Ich habe gesehen, oh, es gibt bei Frauenkultur eine Fuckaway-Party und da sind wir hingegangen. Der Name ist einfach unglaublich. Genau, konnte man auch was kaufen. Ich war die Besitzerin von einem Frauen-Sex-Shop in Köln. Den gibt es auch heute noch, ne? Ja. Okay. Ja. War es dann für dich überhaupt noch notwendig, nach Rollenvorbildern zu suchen? Oder hast du dir gab es Rollen, die dich inspiriert haben oder ging das einfach so flüssig über? Nein, ich glaube, das war ja nicht im Mainstream, im Normalen, also so in Fernsehserien oder so war das,
Eher nicht. Es gab Filme, ne? Es gab Lesbenfilme. Das war auch, es gab bei Frauenkultur, konnte man sich Filmabende, genau, haben wir uns angeguckt. Ne? Also es war jetzt nicht, man musste danach suchen. Mhm. Und natürlich war es für mich total wichtig zu sehen, oh, so was du gerade gesagt, diese Bücher mit diesen Passagen, dann so, oh. Yeah. Und dann bei den Filmen so, boah, so will ich auch sein oder so will ich nicht sein, ne? So eine Auseinandersetzung mit Rollen, Bildern, war schon auf jeden Fall da und auch wichtig für mich, klar. Okay. Und das Thema CSD, wie war das bei dir? Auch als Besucherin großartig, ne? Also diese, wenn du sagst, die öffentliche Präsenz, das war natürlich auch toll, aber so dieses, was ich eben in deinem Gesicht gesehen habe, so dieses gegenseitige Anstrahlen, ne? Du gehst durch die Straße, genau, und wir haben uns halt angestrahlt, genau. Du selber strahlst und alle strahlen zurück und es ist, es ist ein geschützter Raum in der Öffentlichkeit, ne? Also so dieses Thema. Was würdest du sagen, wie wichtig war die Community für dich während dieser Entwicklungsphase? Total wichtig. Also ich glaube nicht, also gut, ich hatte ja sozusagen einen internen, privaten Kontakt ohne Community, das war ein Glücksfall, aber diesen Glücksfall hat halt erstens nicht jeder und das habe ich ja auch erlebt. Und sowas wie Coming-out-Gruppen, ich habe jetzt nicht an einer teilgenommen, aber die gab es und die waren für viele Leute wichtig. Und ich weiß noch, ein Mädel aus einer Coming-out-Gruppe habe ich mal erlebt, die kam halt aus der Eifel, aus der tiefsten Eifel, und da war es halt viel, viel schwieriger. Ne? Ich meine, Aachen ist nicht groß, aber Aachen ist eine Großstadt in dem Sinne, und dann war es halt einfacher, aber das ist in Basweiler schon anders. Ja, das ist ja nicht direkt richtig tiefe Eifel, aber ich glaube, ja. Nein, nicht tiefe Eifel, aber auch in einem kleineren Ort wie Basweiler. Und ja, von Monschau reden wir gar nicht. Okay, ne? Ja. Alles klar. Dann haben wir die 40er jetzt hinter uns gelassen und gehen zu Romina in die 20er. Jetzt hat Babsi ja schon gesagt, sie steht auf den Schultern von Riesinnen. Ja, worauf stehst du denn dann? Also wie war dein Coming-out? mein Coming-out... es hat sehr, also dieses innere Coming-out, wie man sagt, hat ein bisschen länger gedauert. Mhm. Es war nicht so, ich hatte wirklich kein Problem damit, lesbisch zu sein, gar nicht. Also ab dem Moment, an dem ich das wusste, habe ich das voll umarmt quasi und habe gesagt, ja geil, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Es hat nur lange gedauert, bis ich überhaupt die Idee hatte, dass das eine Möglichkeit ist. Ich meine, natürlich sieht man es in Serien. Also du jetzt in deiner Phase. Ja, genau. Also mittlerweile sieht man es in Serien. Es gibt viel Repräsentation. Das gibt, ne? Aber das fing meines Erachtens auch erst an, so als ich so 20 war. Ich bin jetzt 28. Dass halt fast in jeder Serie hast du einen queeren Charakter. Und da konnte man sich dann irgendwie was abschauen. Aber so in meiner Jugend, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, da waren keine lesbischen Frauen irgendwie. Oder halt, ich habe noch nie in meinem Leben, bis ich hier vielleicht mal nach Aachen gekommen bin oder in Serien, wie zum Beispiel The Fosters oder so, habe ich nie auch lesbische Mütter gesehen oder so. Also ich wusste, dass das eine Möglichkeit ist, aber ich weiß, es war nicht in meinem Kopf. Und irgendwann so habe ich so gedacht, okay, du bist vielleicht, ich habe immer gedacht, ich bin asexuell oder aromantisch. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist es nicht. Ne? Also das ist es nicht für mich. Ja, und dann habe ich mich mal ins Queer-Referat getraut. Habe mich auch nicht alleine getraut, weil ich war so, oh nein. Ganz kurz, also nicht alleine, war das dann eine enge Freundin von dir oder wie war es auch eine, vielleicht direkt das Eine Kommilitonin von mir, die war bi und das wusste ich und deswegen habe ich gesagt, bitte komm mit mir dahin, ich muss das jetzt für mich irgendwie klar haben. Und ja, dann bin ich mit ihr dahin gegangen, habe mich da sofort so wohl gefühlt, das waren so mein Schlag von Menschen. Und bin dann noch bis abends geblieben, als sie schon weg war. Das war mir alles egal. Und seitdem war ich jeden Mittwoch zum Queer-Café da. Also ich bin im Moment im Vorstand vom Queer-Referat. Nach 3 Jahren, wo ich zum Queer-Referat schon hingehe. Das Queer-Referat ist ja eh ein Ding, über das wir uns mal überlegen sollten, eine eigene Episode zu machen. Dass wir sozusagen, was es für eine Institution ist. Ja. Nur mal ganz kurz, das ist für Studierende in der Stadt Aachen, die sich in irgendeiner Form als queer
lesen. Aha. Und die können zu euch als Anlaufstelle gehen und ja verschiedene Angebote. Ja. Wahrscheinlich stellen wir dann einfach mal den Link unten unter das Video, dass alle da auch mal schauen können. Ja. Aber wir kommen da auch zurück, darauf noch ein Video zu machen. War denn das Queer-Referat, also das war für dich ein Einstieg, das war dann nicht so Party, sondern wirklich über eine Institution, eine Anlaufstelle, die dafür da war, ein Safe Space. Ja. War das der einzige Zugang zur Community oder gab es dann auch schnell mehr? Nee, das war eigentlich, ich würde sagen, bis jetzt der einzige Zugang. Also ich habe ja jetzt gehört, wie viel es früher gab. So viel habe ich gar nicht wahrgenommen, aber ich war halt auch so zufrieden in diesem Queer-Referat, dass ich auch noch gar nicht mehr gesucht habe, tatsächlich. Ja, und dann mein Coming-out zu Hause war ein bisschen holprig, aber mittlerweile ist es gut. Okay, also das, du hast quasi da auch so ein bisschen noch Zusatzfamilie gefunden, war das dann so für dich? Oder wie hast du das? Ja, nee, eher Freunde, aber wir hatten dann zum Beispiel auch so einen Coming-out-Talk einmal im Monat. Okay. Und der hat mir in der Zeit nach meinem Outing extrem geholfen, weil ich so, also es war wirklich zu Hause so ein drunter und drüber und nicht so schön für ein paar Monate. Und deswegen war das super toll, sich auszutauschen und zu hören, okay, was haben andere Leute für Erfahrungen oder wie geht man es am besten an? Also es gibt ja nie ein Rezept, aber Also das klingt für mich schon jetzt irgendwie deutlich institutionalisierter. Ne? Also dass es nicht nur diese Anlaufstelle gibt, sondern dass es wirklich so ein Programm gibt, das sagt, so begleiten wir euch durch die Phase, so strukturieren wir diesen Vorgang und so. Zuerst mal rein aus dem Bauch, würdest du sagen, das ist eine Weiterentwicklung von der Partyphase oder auch ihr beiden vielleicht, dass die Partys natürlich, also in deiner Phase vor allem, die guten Einstieg erleichtert haben, ihr müsstet die Partys erstmal aufbauen und dass sich daraus aber rauskristallisiert hat, wir brauchen mehr, wir brauchen wirklich klare Anlaufstellen, wir brauchen Programme, die, also wie du schon gesagt hast, die coming out unten, dass das jetzt so in der Form weitergeführt wird. Ja, ich denke, nach einer Zeit wurde einfach klar, dass der Bedarf da ist für so welche Sachen, also sowas auch zum Beispiel, wir haben auch verschiedene Angebote oder Diskussionsrunden dazu, dass bisexuelle Menschen irgendwie übersehen werden oder als heterosexuell gelesene Frauen, also feminine Frauen eher, dass die übersehen werden von anderen Lesben, so Butch-Lesben oder sowas. Also verschiedene Sachen, die in unserer Community mittlerweile irgendwie immer mehr Raum einnehmen. Plant ihr mit den Diskussionen auch irgendwelche Ziele? Also sagt ihr, okay, wir wollen uns dann in Zukunft dafür einsetzen oder wir machen mal extra ein Programm zu dem Thema, wenn in den Diskussionen rauskommt, ob das bedarf? Also wir, natürlich kann sich an eine Diskussion dann eine weitere Diskussion anschließen, aber so, dass wir jetzt extrem politisch agieren, eher nicht. Außer wenn es jetzt zum Beispiel zur Namensänderung oder vorgezogene Namensänderung von Transpersonen kommt, dass wir dann auf jeden Fall auch auf Hochschulebene auch dafür sorgen, dass das bald geschieht oder ist teilweise auch schon geschehen in einer Hochschule. Cool, das finde ich ja cool. Also du bist auch dabei, würdest du jetzt sagen, gerade wenn du im Vorstand bist, die Community jetzt selber mitzugestalten? Ich muss sagen, ich im Vorstand jetzt nicht, aber der Vorstand, der davor war, der hat irgendwie zum Beispiel jetzt mit der vorgezogenen Namensänderung diese Themen so angestoßen und durchgeführt. Ich war in der Corona-Zeit irgendwie im Vorstand, da gab es jetzt nicht so viel zu regeln, deswegen, ja, so weit will ich nicht gehen. Das kann ja alles jetzt noch kommen, ne? Wenn es jetzt wieder sich ein bisschen normalisiert. Wie ist das denn in deiner Generation mit dem Umgang mit dem Thema Sexualität? Würdest du das ähnlich definieren wie die beiden anderen oder hat sich das nochmal geändert? Also wie man jetzt Zugang dazu bekommt oder Informationen, also ich glaube, es gibt natürlich durchs Internet viel mehr Informationen, die man sich irgendwo holen kann, auch durch Serien, die ja, wie gesagt, immer mehr verbreitet sind Alles klar. Weißt du noch, wann dein erster CSD war? Ja, das war, wo ich noch gedacht habe, ich wäre heterosexuell, bin ich mit einer Freundin zum CSD gegangen und ich war so total begeistert.
Das war vor vier Jahren, kann auch sein. Ja, und der zweite CSD war dann der eigentlich coole, weil da war ich geoutet und hatte meine Freundin am Arm. Und das war einfach nur. Und was war für dich das? Freiheit war für dich das zentrale Erlebnis. Alle waren so glücklich und niemand wurde irgendwie schief angeguckt, weil er dann nackt mit Bodypaint rumläuft und nicht die perfekte Figur hat. Und ich liebe auch die Musik, die da gespielt wird. Für mich war es einfach so, jeder darf sein, wie er will. Super gut. Dann haben wir jetzt die drei Phasen so ein bisschen durch. Und weil ich mit Romina jetzt gerade geendet habe, würde ich erst nochmal auf euch beide zugehen. Wir haben jetzt so ein bisschen die Chronologie gemacht. Und wie seht ihr euch beide denn in der heutigen Community? Oder wie seht ihr die Community an sich? Ja. Es ist schwierig zu wissen, was meinst du mit Community? Meinst du also alle Treffpunkte? Ich finde, damit fängt es schon an, wenn du sagst, Community ist für mich kein klar definierter Begriff. Ja. Was fasst du denn darunter heute? Das ist ja das, was ich nicht weiß. Also für mich ist, ich bin in der Community überhaupt nicht mehr drin. Okay. Hat was mit dem Alter zu tun, Interessen. Ich habe meine Aufbauarbeit geleistet und jetzt ist gut, jetzt bin ich. Das mache ich da nichts mehr. Das hat auch natürlich mit meinen anderen Lebensumständen zu tun. Für mich war damals die Community, nenne ich es mal wirklich so, die Aufbau, die ersten Lokale, die ersten kleinen Gesprächsgruppen, die dann immer größer wurden, und dann die Veröffentlichkeit, die Öffentlichkeitsarbeit, die andere machten, so dass in den Zeitungen Treffpunkte drin waren. Ja, es gab so wie die Stonewall-Blättchen. Viele machten ja dann. Schrieben Briefe, Rundbriefe, es gab ja tatsächlich kein Internet. Das Internet erleichtert ja enorm die Mitteilung von irgendwas. Das gab in meiner Zeit ja überhaupt nicht. Wir mussten, um es publik zu machen, als schriftlich machen. Eintüten ohne Ende und verschicken. Oder auslegen. Aber wenn du jetzt, sag es mal so, wenn die glitzernde Fee vorbeikommt und sagt, du darfst dir jetzt was für deine Community heute wünschen. Gäbe es was du gerne hättest? Also du sagst ja, du ziehst dich zurück, ich habe andere Dinge und so. Aber wenn du einen Wunsch frei hast, gäbe es da überhaupt was dir einfallen würde? Ich würde mir nach wie vor noch mehr Medien wünschen. Mehr Filme, wo die Selbstverständlichkeit von schwulen und lesbischen Leben gut drauf. Alle Stufen dazwischen, alles was um Transleben ist, dass das noch viel mehr in den Filmen mit reinfließt. Also das ist ganz selbstverständlich, dass da alles divers ist. Vor allem, ja, und dann auch, genau, und was ich mir sehr wünsche in der Politik, wo ich jetzt auf die neue Generation, wirklich die neue Regierung Hoffnung setze, dass sich das da tatsächlich da was hochkommt. Dass in der Politik auch das ganz normal was angestoßen wird, wovon dann wir alle, die Älteren und die Jungen, profitieren. Und das wünsche ich mir und hoffe, dass da Rot, Grün, Gelb. Nicht, dass wir jetzt hier politisch beeinflussen wollen, aber ich nehme das als dein persönliches Statement natürlich gerne mit. Cool, danke. Babsi, wie ist es denn bei dir? Also wenn du jetzt nochmal vor dir und nach dir so einen Vergleich setzt und dann deine Phase auch mit einbeziehen? Ja, ich kann also gerade jetzt auch in einem Gespräch nochmal sagen, oh, das war eine wirklich gute Zeit. Und sagen wir mal so, meine Community habe ich quasi, also ich weiß ich auch nicht, ob es altersmäßig ist oder Lebensumstände, man hat Arbeit, man hat alles Mögliche. Also bei mir ist auch schon ein gewisser Rückzug ins Private. Ich muss aber auch sagen, dass mich ein großer Teil der Community begleitet. Also sagen wir mal so, viele, viele Freundinnen und Freunde von mir kommen natürlich aus der Zeit. Da haben sich viele Freundschaften gebildet und es gibt auch, also das beim drüber nachdenken ist mir auch nochmal so klar geworden, ne? Das sagen wir mal, ist jetzt so 20 Jahre her. So die Anfänge oder über 20 Jahre, und was ich mitnehme, ist auch zu vielen, vielen Frauen ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, und viele Freundschaften leben auch jetzt noch und man sieht sich regelmäßig, aber ich weiß auch, es gibt gewisse Frauen, die habe ich jetzt vielleicht 10 Jahre nicht gesehen, aber wenn die jetzt bei mir vor der Tür ständen, wäre das
zack, wieder da. Also die Verbundenheit ist da, die ist jetzt vielleicht eher zurückgezogen ins Private. Würdest du dir denn was von der netten Fee, sie ist wirklich nett, würdest du dir was von der Menschen Fee. Oder? Ja, eine Frauenparty. Eine Frauenparty. Okay. Cool. Ja, Romy, der Spendenball zu dir. Ne? Du bist jetzt die Akteurin. Du hast gehört, die beiden anderen haben sehr viel in den Zeiten gemacht. Jetzt hast du ganz viele Angebote. Aber gab es denn was, was du jetzt bei den anderen beiden gehört hast, wo du denkst, ey Mensch, cool, das fände ich gut, wenn wir das wieder hätten? Ja, eine Frauenparty. Okay. Nein, also eigentlich muss ich sagen, bin ich ziemlich zufrieden. Also es könnte auf jeden Fall mehr geben, weil ich werde jetzt bald in mein Referendariat gehen. Das heißt, ich werde nicht mehr studieren. Mhm. Das Queer-Referat, da wachse ich dann halt so langsam raus. Und dass es dann hier in Aachen noch irgendwie mehr Angebote gäbe, so. Total gut. Der Rainbow e.V. ist nämlich dann das, wo du reinwächst. Und dann kommst du alle als Angebot zu uns und kannst sie alle umsetzen. Ja. Zu uns kommt ist das richtige Stichwort. Ich freue mich tierisch, dass ihr drei hier wart. Ich habe noch einen Wunsch an die... Noch einen Wunsch an die Fee? Ja. Okay. Ja, sie ist nicht nur wirklich nett, sondern sie hört auch zu. Okay. Weil das wäre dann wahrscheinlich auch das, was so in meiner Zukunft schön wäre, das Adoptionsrecht zu verändern, dass die zweite Mama dann nicht mehr die Kinder adoptieren muss, sondern das von Anfang an so ist. Aber da wird ja auch einiges angestoßen in letzter Zeit. Und, Also ich hoffe, dass die Fee auch einen politischen Zauberstab hat. Ich drücke alle Daumen. So, aber trotzdem, ich freue mich auch, dass ihr hier wart und uns Einblick in eure jeweiligen Lebensphasen und natürlich auch in eure heutigen Lebensphasen gegeben habt. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe natürlich, dass ihr vielleicht eine Frauenparty organisiert. Das finde ich cool. Wir schauen dann demnächst, wir halten euch auf dem Laufenden. Yeah.